Oksana Liniw sagt, junge Dirigentinnen sollten die Gelegenheit schnappen und loslegen. Genau das hat sie gemacht, immer wieder. Die in der Ukraine geborene Dirigentin war die erste Frau, die bei den Bayreuther Festspielen dirigierte im Haus Richard Wagners. Und jetzt ist sie die erste Musikdirektorin eines italienischen Opernhauses im Teatro Comunale in Bologna. Natürlich ist es etwas ganz Besonderes, aber für das Orchester spielt mein Geschlecht keine Rolle. Denn wir haben gerade ein sehr kompliziertes Programm. Wir spielen Richard Strauss, wir spielen Richard Wagners Musik. Das ist das beste symphonische Repertoire der Welt und wir haben nur 3 Tage lang geprobt. Der Intendant der Oper in Bologna. Nach 10 sehr schönen Jahren, in denen wir zusammen mit dem bisherigen Musikdirektor, dem jungen Italiener Michele Mariotti, groß geworden sind, wollten wir einen weiteren Schritt nach vorne machen und suchten eine andere Beziehung, einen mitteleuropäischen Konzertmeister mit Erfahrungen in Deutschland im Großen und Ganzen. Diese Bühne ist der perfekte Rahmen für Oksana Liniws Debüt am Teatro Comunale in Bologna. Das kleine Mädchen, das im Alter von nur 16 Jahren in der Ukraine zum ersten Mal ein Orchester dirigierte, hat einen langen Weg zurückgelegt, um die erste Musikdirektorin einer Oper in Italien zu werden. Wir müssen endlich aufhören, in so alten Kategorien wie Geschlecht zu denken und stattdessen über unsere Individualität nachdenken, wie wir in unserem Beruf besser werden und unsere Talente fördern. Natürlich sei sie gebauchpinselt gewesen zu erfahren, dass sie Geschichte schreibe, nachdem sie das Angebot in Bologna erhalten habe und vor allem an jüngere Leute gerichtet, die sie gerne in die Oper locken will. Ciao a tutti! Io sono molto felice invitare voi a Teatro Comunale Bologna.